Man muss da schon manchmal noch ein bisschen nachhelfen. Ja, aber du musst es vor allen Dingen auch vorleben, weil die Spieler beobachten uns natürlich auch. Und viele Dinge gehen da natürlich über die Beobachtung, über die unbewusste Schiene. Und viele, viele bringen es natürlich mit. Aber es ist heute häufig keine Selbstverständlichkeit mehr, muss es aber immer noch sein. Ein weiteres Beispiel ist das Prinzip einigermaßen besenreine Kabine. Dass wenn wir unsere Kabine verlassen, dass wir der Reinigungskolonne, ich formuliere es jetzt mal so ein bisschen drastisch, da keinen Saustall hinterlassen. Auch das hat was mit Respekt zu tun. Dass wir unser Wohnzimmer, das ist ja unser Wohnzimmer, wo wir uns umziehen, das ist unser Wohnzimmer, ob wir nur zu Hause sind oder auswärts, dass wir die Kabine entsprechend korrekt und sauber hinterlassen. Ich glaube, all diese Dinge, die gehören zur Ausbildung genauso dazu wie eben Technik, Taktik und die athletischen Fähigkeiten. Könnte man ganz lange darüber sprechen, aber nur so ein paar Beispiele. Und das macht mich schon auch ein bisschen, ich will nicht sagen stolz, es freut mich sehr, dass unsere Jungs das, ja, im Grunde genommen alle verinnerlicht haben.